Hallo zusammen, weiter geht's mit dem Bau meiner Modelleisenbahn. Heute will ich die restlichen Rückmelder einbauen. Hier im Vordergrund fehlen noch ein paar Rückmelder. Dazu markiere ich mir erstmal die Gleise, wo später die Rückmelder reinkommen. Ja, dazu brauche ich das Gleis, wo später der Rückmelder eingebaut wird. Dann brauche ich Isolatoren von Märklin. Zusätzlich noch die Kabel. Ich nehme immer blau, aber das ist eigentlich egal. Dann Lötzinn und ein Lötkolben. Zuerst nehme ich mir das Gleis vor. Dazu schneide ich die Verbindung zwischen beiden Schienen durch. Hier nochmal eingeblendet. Jetzt muss noch die andere Seite durchgeschnitten werden. Dazu muss ich das auch durchschneiden. Jetzt müssen die Isolatoren von Märklin nur noch auf das Gleis geschoben werden. Dazu braucht man den äußersten Verbinder und ich drücke zuerst diesen Verbinder etwas zusammen, damit ich den Isolatoren etwas besser auf diesen Verbinder drauf kriege. So sieht es dann aus. Jetzt muss nur das Gegenstück an den Isolator bekommen. Bei mir ist es die Weiche, aber das kann ja auch was anderes sein. Und hier muss dasselbe passieren. Da muss ich auch wieder den äußeren zusammendrücken und dann auch wieder den Isolator draufschieben. So müsste es dann aussehen. Jetzt muss das Kabel an die Schelle oder wie man das nennt, aufgelötet werden. Das Kabel wird neben dem roten Isolator aufgelötet. Jetzt nehme ich das Kabel beim Ende blau, isoliere dieses 1,5 cm ab.
Jetzt muss ein bisschen Lötzinn auf die Schelle und damit löte ich das Kabel dann fest. So sieht's dann fertig aus. Zum Schluss, wenn man will, kann man die Enden noch ein paar Millimeter abschneiden, sodass die Schiene sich auf keinen Fall mit anderen Schienen verbindet. Also schneide ich das Ende etwas weg. Hier nochmal dargestellt. So sieht es abgeschnitten aus. Jetzt muss noch das Gegenstück abgeschnitten werden, also bei mir die Weiche. So sieht es dann fertig aus. Nicht wundern, das ist jetzt ein anderes Gleis, aber es ist eigentlich genauso. Ich bin jetzt mit allen Rückmaltern dann fertig. Wenn es euch gefallen hat, würde ich einen Kommentar und ein Like sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.